Ich bei Traun gegen Linz. Die Mannschaft von Traun, ein guter Cupfighter, soweit ich mich erinnern kann, erst im Vorjahr in der dritten Runde gegen Admira Wacker ausgeschieden. Viele ehemalige Linzer spielen auch dort mit und allen voran ein alter Bekannter, der Ernstl Baumeister, Ex-Austrianer, Teamspieler. Die wilden Jahre des Ernstl, glaube ich, sind doch vorbei. Er ist in Traun zur Ruhe gekommen. Ja, und er freut sich immer wieder, wenn er doch Besuch von alten Freunden aus Wien erhält. Ernst Baumeister, geboren am 22. Jänner 1957 in Wien, Favoriten. Ein Wiener Bus, ein Spitzbus, ein Stravanzer, ein Anser, ein guter Schmäh, ein bisschen Glück, ein Ranzer. Na, der Ernstl lebt und stirbt für den Fußball, für den ist Fußball, glaube ich, einfach alles. Ja, der Ernstl spielt in Traun. Ja, und er hat einmal im Team gespielt. Das ist ein Wahnsinns-Kicker. Er hat einen guten Schuss. Er kann gut schützen. Ja, ich bin ja auch Fußballbesessen, da muss man schon sagen, weil sonst hätte ich jetzt mit meinem Alter eigentlich nicht nur spielen auch. Ich bin Trainer und spiele voll, weiß ich noch, wenn noch ein Mann ist. Seit ich eigentlich gehe und denken kann, bin ich eigentlich immer mit Fußball verbunden. Und durch das bin ich eigentlich jetzt da mit denen aufgewachsen. Das ist eigentlich mein ganzes Leben bis jetzt gewesen. Und war immer mit Fußball verbunden. Thomas, morgen! Trainer, da noch nicht kennen, aber er ist mit Fußball schlafen gegangen, also er war vom Laufen, nur Fußball. Da war ich, glaube ich, 2, 3 Jahre alt, da bin ich nicht mehr gerade gehen können, habe ich schon Fußball drauf gehabt. Und so ist das eigentlich mit mir mitgewachsen. Mit dem Fetzenlabel sang, genauso schöne Match, kriegt mir arm uns an das Fetzenlabel. Mit 17 Jahren spielte Ernst Baumeister schon bei der Wiener Austria in der großen Mannschaft der 70er Jahre. 39 Länderspiele und 2 Weltmeisterschaften später ist er jetzt in Traun aktiv. Wir als Trainer haben in der Bundesliga weiterarbeiten oder weiter mit dem Fußball verbunden sein. Und das, die 2 Jahre, was ich jetzt da bei den AK Traun bin, muss ich eigentlich sagen, ist das eigentlich mehr oder weniger Lehrjahre als Trainer für mich. Ernst Baumeister als Familienmensch. Neben dem Fußball gibt es 2 neue Mittelpunkte in seinem Leben. Freundin Sabine und Sohn Patrick Marcel. Der Sohn ist jetzt 2 Jahre, der braucht überhaupt sehr viel Zeit. Und sehr lebhaft, wie er ist, geht eigentlich die meiste Zeit mit der Familie drauf, glaube ich. Und das ist auch sehr schön, muss ich sagen. Ist er schon Fußball interessierter Sohn? Ja, sehr eigentlich, muss ich sagen. Er ist sehr begeisterter Fußball. Sicher! Schießen! Ich glaube, das wird auch ein Fußballer werden. Ich glaube. Also, er macht das irrsinnig viel Spaß, wenn der Papa halt mit einem zu Hause mit dem Ball herumkickst. Und wenn er halt ihn dann am Fußballplatz sieht, und er, ja, das begeistert ihn halt irrsinnig. Die Familie ist auch am Fußballplatz immer dabei, wenn der Papa im Einsatz ist. Ernst Baumeister als Spielertrainer in einer neuen Rolle. Er baut vor allem seine jungen Spieler auf. Welcher Typ ist der Ernst Baumeister? Ein Leihhunder. Ja, kameradschaftlicher Typ, würde ich sagen. Buchs noch, 2 Minuten hast du noch. Ja, solange wir gewinnen, ein klasse Typ. Am Verlieren schaut es anders aus. Was ich persönlich kennengelernt habe, ist früher vor wegen Stritzi, ist jetzt ein Gentleman geworden. Ich sicher eine oder andere Eskapade gehabt, aber eigentlich mehr oder weniger, glaube ich, weil ich eigentlich immer angeeckt bin an alle Ecken und Enden, weil ich eigentlich das gerade war eigentlich die Wahrheit, die man gesagt hat, wie man es gedacht habe. Und mit dem Älter wird man dann ein bisschen diplomatischer und auch ruhiger und so genannt vielleicht gescheiter. Wer da hinter dir? Also er lebt und lebt für den Fußball. Wie wird dort sein, wo er glücklich ist einfach? Wo ich weiß, er fühlt sich dort wohl bei dem Verein und da halten wir ihm die Daumen. Ein Wiener Bub, so wie ich und du. Ja, und fast hätte sich der Spielertrainer Ernst Baumeister heute nicht aufstellen können. Gestern 39 Grad Fieber, Grippe bekommen, spielt aber dennoch Libero.